Hey ho, meine Lieben, es geht weiter in diesem Spiel, das Moped-Schrauben heißt. Heute reiße ich nochmal den Tank runter, die Vergaser runter, Gummidinger runter und dann reiße ich die kompletten Stutzel runter und werde da unten drunter Ohrringe austauschen. Weil es hat geheißen, das Ding wird noch Falschluft ziehen und da gehen wir heute auf die Fehlersuche. Das machen wir nachher gleich. Also sobald ich das Zeug unten habe, lassen wir es mal laufen und dann sprühen wir das ganze Teil kurz ab. Ich habe mir noch was organisiert, das zeige ich euch schnell. Und zwar hier so ein Mini-Tank. Den kann ich dann oben hinstellen, mit einem Absperrhahn absperren und wieder aufmachen. Einfach damit ich den riesen Tank da nicht irgendwo befestigen muss. Dann habe ich mal gleich noch auf Reserve einen Ölfilter und eine neue Ablassschraube mit Magnet organisiert. Ja, und hier sind die Ohrringe, die verbaut werden müssen. Gut, ich baue jetzt alles mal runter vom Moped und dann sehen wir uns wieder. Und genauso habe ich mir das vorgestellt. Da haben wir einen Tank hingestellt. Jetzt drehen wir mal hier den Sprithahn auf. Den habe ich hier bloß schnell hin. Und jetzt kann ich nämlich mit einem Bremsenreiniger mal kurz da unten absprühen, ob sich da dann vom Motorlauf was verändert. So. Muss ich schnell ohne Cam machen, weil ich brauche zwei Hände dazu. Scheißbrille. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keinen Unterschied festgestellt, wo ich ihn abgesprüht habe. Habe es ein paar Mal jetzt drüber gesprüht, aber aber ich wechsle jetzt die Dichtungs... trotzdem. Und naja. Raus das alte Klump, rein das neue Klump. Ja, und dann sehen wir weiter. Sprich, ich reiße jetzt den Luftfilter runter, Vergaser und dann unten die Flansche. Da hier, die Schweine hier. Ja, genau. Und ganz am Schluss, wenn ich das alles habe, werde ich sie nochmal nachsynchronisieren, nochmal probieren, mich da nochmal abspielen. Aufs Genaueste versuche ich ganz genau zu machen. Ja, und dann sehen wir irgendwann, ob es was gebracht hat. Jetzt baue ich die Vergaser aus und bringe die Vergaseranlage nochmal komplett weg. Weil laufen lassen und dann bis hier zu der Bohrung sieht ungefähr ja, so hoch einen schönen Pissstrahl raus. Und das kann es nicht sein. Also, erste Zylinder, wie ich es gesagt habe. Schauen wir mal, ob er da noch was findet. Und ja, wie lang es dauert, keine Ahnung. Vielleicht kriege ich sie auch gleich wieder mit. Wir werden sehen. Ich werde euch dann informieren. Ja, also soweit ist das Video jetzt einmal für mich in dem Sinne pausiert. Scheiße. So, Freunde des gepflegten Wahnsinns. Vergaser ist draußen, den bringe ich jetzt nachher gleich weg. Was mich aber jetzt schon anpisst, so richtig. Ich habe ja letztes Jahr war das, glaube ich, Ohrringe gewechselt, Wasserdinger. Und zwar von dem und dem Wasserrohr, weil es rausgepisst hat. Tja, und was soll ich sagen? Die Scheiße ist genau über den Mist drüber. Sprich, ich kann das Wasserrohr auch noch ausbauen. Ich hoffe, dass die Ohrringe hier wieder dicht werden. Und wenn nicht, Vergaser alles wieder raus. Und dann habe ich mir hier noch so einen Ohrringsatz gekauft. Im Zweifelsfalle, vielleicht passt ja daran irgendwas. Boah, braucht jemand eine FZ? Ich habe keinen Bock mehr. Bald. So, ein bisschen später wieder da. Die hat er aufgemacht, reingeguckt. Schade, dass ich die Cam nicht dabei gehabt habe. Und da hat sich tatsächlich wieder dieses komische grüne Schlonzezeug abgesetzt gehabt, was ich damals im Tank drin hatte.
Ich vermute, das war noch irgendwo in der Leitung etc. pp. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz genau daran erinnern, ob ich den Tank, die Vergaser noch mit dem Tank vorher betrieben hatte, bevor ich den komplett sauber gemacht habe. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, da war noch so ein Schlons drin. Und vielleicht war es das jetzt. Jetzt nehme ich auf alle Fälle die Schutzel runter, mache das noch alles sauber, mache da neue O-Ringe rein und dann baue ich das ganze Ding wieder zusammen und hoffe, dass es dann läuft. So sieht das Ganze jetzt ohne Ansaugstutzel aus. Die liegen da. Naja, so schlecht haben die noch gar nicht ausgesehen. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass die O-Ringe fast zu dünn sind. So Leute, die O-Ringe haben gepasst, hoffe ich zumindest immer noch. Aber sah mal gut aus. Ich habe sie neu gemacht, habe wieder festgeschraubt alles. Wasserrohr ist fest, halt die oberen zwei muss ich nochmal nachziehen. Und in der Zwischenzeit, ihr glaubt es nicht. Ah, nein! Schelmert Alina und ihre Freundin ihre Fahrräder hin und sagen bloß, mach mal! Ja, und dann sind sie nach Hause wieder gelaufen. Super, oder? Geil! So kann es gehen. Mhm. Aber wir haben es jetzt 20 nach 6 und ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock mehr heute hier weiterzumachen. Vergaser setze ich morgen drauf und dann ja, werden wir mehr wissen und nebenbei ein bisschen Fahrrad spielen. Tja, aber was soll's? Man hat ja sonst nichts zu tun. Nein! So Leute, neuer Tag, neues Glück. Tor habe ich zugemacht, heute ist etwas kälter als gestern und ich habe mir oben einen Messbecher geklaut. Warum? Ich werde hier jetzt zuallererst einen Sprit ablassen und also über den Benzinschlauch hier rein, damit ich sehe, ob da noch irgendwie so eine Schlotze mitkommt. Weil ich habe es ja gesagt gehabt, gehen wir mal da hinten, da ist ein bisschen heller. Ganz am Anfang war ja immer so eine Schlonze mit drin im Tank. Den haben wir sauber gemacht ganz am Anfang, wo ich die neue Vergaseranlage drauf gemacht habe. Aber in die gereinigten Vergaser ist noch ein bisschen was von der Schlonze mit reingekommen. Das war... Aber bevor ich noch die Pumpe ausgetauscht hatte, also es kann auch sein, dass ich was in der alten Benzinpumpe angesammelt hatte, im Filter oder sonst irgendwas. Und jetzt lasse ich eben einen Sputz ab, pump einmal durch und schaue, ob ich da drin noch was entdecke. Und dann schaue ich mir irgendwie noch den Benzinfilter heute auch noch an. Ja, und dann die neuen Vergaser drauf etc. pp. Aber jetzt rauche ich erstmal fertig, weil ich hantiere ja jetzt wieder erst einmal mit dem Sprit kurz rum. Mhm.